Ampelkoalition plant dauerhafte Erhöhung der Hinzuverdienstgrenze. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ab dem Jahr 2022 gelten für vorgezogene Altersrenten wie die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die Altersrente für langjährig Versicherte und für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen die Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro. Rentnerinnen und Rentner, die im Jahr 2022 eine vorgezogene Altersrente beziehen oder erhalten, können dann ab Rentenbeginn anrechnungsfrei brutto 46.060 Euro an ihre Rente dazu verdienen. Welche Hinzuverdienstgrenze aber ab dem Jahr 2023 gilt, ist noch völlig offen. Die Regelung mit den 46.060 Euro ist nämlich gemäß § 302 Absatz 8 Sozialgesetzbuch Nr. 6 bis zum 31.12. befristet. Da kann man es nachlesen. Ab 2023 dürfte dann wieder die generelle Regelung des § 34 SGB 6 gelten, wonach der Versicherte nur dann Anspruch auf eine volle Altersrente hat, wenn er nicht mehr neben der Rente als 6.300 Euro dazu verdient. Und im Koalitionsvertrag steht folgender Satz, sinngemäß geschrieben, Koalitionsvertrag der Ampelregierung vom 24.11.2021. Die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten soll entfristet werden. Also wenn man sich diesen Satz durchliest, dann muss man erstmal tief schlucken und sich überlegen, was meinen denn die eigentlich damit? Und wenn man sich den § 34 SGB 6 mal genauer anschaut, dann stellt man einfach fest, dass die 6.300 Euro ja da eigentlich unbefristet drin stehen. Also kann sich doch dieser Satz, den die Ampelkoalition da reingeschrieben hat, gar nicht auf die Regelung im § 34 mit den 6.300 Euro beziehen. Sondern wir vermuten, dass es doch letzten Endes nur darum geht, dass die Ampelkoalitionäre wahrscheinlich in den § 34 SGB 6 eine komplette Neuregelung reinbringen, indem sie sagen, wir machen generell einen höheren Hinzuverdienst, eine höhere Hinzuverdienstgrenze und die wird dann auch noch dynamisiert, damit wir nicht jedes Jahr immer wieder eine neue befristete Regelung treffen müssen. Das verstehe ich unter dem Wort Entfristung. Das heißt also, es kann gut sein, dass im Jahr 2023 diese 46.060 Euro dann im § 34 SGB 6 drinstehen und dass diese Hinzuverdienstgrenze dann jährlich dynamisiert wird, was ich selbstverständlich für sehr gut halte. Aber wir haben einen neuen alten Bundesarbeitsminister und der wird uns im Jahr 2022 ganz genau sagen, wie diese Vorstellung nach geltendem Recht umgesetzt werden soll. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.